Wir sind auf der Rückfahrt. Es wird wieder Halt gemacht und wir füllen unsere Wäschebeutel mit Afrikosen. Stabsfeldwebel Schlemmermeier teilt uns mit, dass wieder höchste Gefechtsbereitschaft besteht. Der Russe hat heute früh von 6 bis 8.30 Uhr ein bis jetzt noch nie dagewesenes Trommelfeuer auf unsere Stellung gelegt und dann mit Panzern angegriffen. Auch wurde die Rollbahn öfters von feindlichen Schlachtfliegern angegriffen. 20 Uhr treffen wir bei der Waldstellung ein. Es gibt gerade Marketenderware. Es gibt unter anderem auch Sekt und Wein. Wir machen uns einen fröhlichen Abend, an dem auch der Spieß und Leutnant Höhne teilnehmen. Der heute früh angesetzte feindliche Angriff wurde abgewiesen. Für uns bleibt die Gefechtsbereitschaft bestehen. Infolge der erhöhten Gefechtsbereitschaft ist kein Dienst angesetzt. Am Abend findet im Blockhaus eine Abschiedsfeier sämtlicher Offiziere von Oberstleutnant Polster statt. Die Regimentskapelle ist auch da. Hauptmann Altmann ist aus dem Urlaub zurück. Morgens um 6 spielt noch die Regimentskapelle im Blockhaus. Die Feier scheint gar kein Ende zu nehmen. Um 7 Uhr besucht Oberstleutnant Polster den Pionierzug und die Kompanien. Und Offizier Strobel und Obergefreiter Adloff sind vom Lehrgang auf der Krim zurückgekommen. Der Pionierzug erhält 8 Mann von den Kompanien. An der HKL wieder schweres feindliches Feuer. Gestern wurden an der Ostfront 566 feindliche Panzer abgeschossen. Heute habe ich die Urkunde über das Panzerkampfabzeichen erhalten. Da ich nicht rauche, schicke ich seit einiger Zeit alle meine Rauchwaren an Hans. Eben habe ich auch ein Geburtstagspäckchen abgeschickt. Bataillonsappell. Oberstleutnant Polster verabschiedet sich vom Bataillon. Obergefreiter Adloff ist heute zum Unteroffizier befördert worden. 16. Juli. Heute stellt sich der neue Regimentskommandeur Oberstleutnant Barth dem Bataillon und den Regimentseinheiten vor. Unteroffizier Kiesel und der Obergefreite Weiß fahren heute nach Starikrim zu einem 4-wöchigen Ausbildungslehrgang. Der Divisionsstab ist gestern zur Krim abgefahren. Der Bunkerbau ist nun ganz eingestellt worden. Die restlichen Bretter werden von der Kompanie abgeholt. Um 14 Uhr wird wieder Gefechtsbereitschaft befohlen. Der Russe soll wieder größere Bereitstellung angesammelt haben. Ein größerer Angriff wird wieder erwartet. Da schlechtes Wetter zu erwarten ist, sollen wir weiter nach vorne gezogen werden. Um 20 Uhr fahren wir ab, etwa 10 Kilometer frontwärts. In einem Waldstück ziehen wir unter. 17 bis 18 Uhr, schweres, feindliches Trommelfeuer, doch wurde der folgende Angriff abgewiesen. Der Rundfunk bringt folgende sensationelle Sondermeldung. Mussolini ist nicht mehr Führer von Italien. Marschall Bargiolino hat die Regierung übernommen. 27. Juli. Wir bauen uns auch hier wieder Zelte auf und die folgende Lage wird bekannt gegeben. Der Feind hat gestern im Raum von Krimskaja mit 2 Divisionen und 30 Panzern angegriffen. 16 Panzer wurden abgeschossen, einige kleine feindliche Einbruchstellen wurden Gegenstoß bereinigt. Um 17 Uhr setzt wieder starkes feindliches Artilleriefeuer ein. Dieses wird aber sofort von allen unseren Batterien erwidert. Nach anderthalb Stunden tritt wieder Ruhe ein. Ziemlich stark ist die feindliche Bombertätigkeit bei Nacht. Ein von uns eingesetzter Nachtjäger hat schon Erfolge gehabt. Unsere Küche steht noch in der alten Waldstellung und bringt das Essen täglich mit dem LKW. Hauptmann Fernau ist erkrankt, Hauptmann Altmann ist zum Bataillonsführer bestimmt. Der gestrige russische Angriff in Regimentsstärke wurde glatt abgewiesen. Das Wetter ist leider teils trüb und regnerisch. 29. Juli. Die Nacht war ziemlich ruhig, wir haben auch unsere Ruhe, sollen nun zum Einsatz kommen, wenn der Feind von denen an der HKL nicht aufzuhalten ist. Am Nachmittag fliegt wieder ein Stuka-Geschwader von 39 Maschinen die feindlichen Stellungen an. Ein Flugzeug erhält Flaktreffer und muss notlanden. Fast alle auf dem Brückenkopf eingesetzten Flugzeuge werden von rumänischen Piloten geflogen. Der Russe hat sehr viel Flak stehen, die unseren Fliegern schon große Verluste beigebracht haben. 30. Juli. Ein Großkampftag entwickelt sich wieder. Schwerstes Artilleriefeuer lässt die Luft erzittern. Bis weit zurück schießt die schwere Artillerie des Russen. Beim Hauptverbandsplatz der 97. Gebirgsdivision und auch bei uns schlagen die Granaten ein. Unsere erste Kompanie macht Stellungswechsel.
Auf einem Höhenkamm vor Krimskaja liegt der Schwerpunkt der Schlacht. Dort ist auch das Bewährungsbataillon 500 eingesetzt. Schwere Angriffe von feindlichen Schlachtfliegern lösen sich mit unseren Zerstörern ab. In den sich entwickelnden Luftkämpfen schießen unsere Jäger eine Anzahl Russen ab. Am Abend sind 8 sowjetische Panzer abgeschossen. Der Angriff von 5 Bataillonen ist abgewehrt. In der Nacht wieder starker Gefechtslärm. Feindliche Gruppen sind in unsere HKL eingebrochen. Um 5 Uhr wird dann Abmarschbereitschaft befohlen. Doch wird die Einbruchstelle auch ohne unsere Hilfe bereinigt. Dann setzt ein wolkenbruchartiger Regen am Nachmittag ein. Das kleine Bächlein ist in kurzer Zeit in einen reißenden Bach verwandelt. Das Zelt von Blankenheim und Schmidt wird samt Insassen und anderem Inhalt weggeschwemmt. Am Abend klärt der Himmel wieder auf. Zwischen 22 und 23 Uhr können wir erfolgreiche Luftkämpfe unserer Nachtjäger beobachten. In 30 Minuten schießt dieser im Licht der Scheinwerfer 3 russische Nachtbomber ab. Ein 4. Flugzeug schießt kurz darauf die leichte Flak ab. 1. August 1943. Der heutige Sonntag verläuft ziemlich ruhig. Post ist auch wieder angekommen. Das Essen ist auch in Ordnung. Jeder Mann erhält einen halben Liter Bier. Am nächsten Tag machen die Kompanien Frühsport. Das Gelände aber kann der Feind einsehen, denn kurz darauf rauschen 7 bis 8 schwere Granaten herüber, die in unmittelbarer Nähe von uns einschlagen. Ein Mann einer Kompanie ist sofort tot, mehrere verwundet. Der Obergefreite Wilke ist aus dem Lazarett gekommen und macht jetzt den Geräteverwalter. Und Offizier Strobel für die 3. Gruppe. Am Abend um 19.30 Uhr ist wieder Abfahrt und es geht zur alten Waldstellung zurück. Wir bauen unsere Zelte wieder auf. Die Front ist recht unruhig, starke Fliegertätigkeit. Am Mius ist auch verstärkter feindlicher Druck. Der Wehrmachtsbericht meldet im Juli 750 feindliche Panzer abgeschossen sowie 20.000 Gefangene gemacht. 5. August. Von allen Zugführern musste ein 4-Wochen Dienstplan aufgestellt werden. Vor allem soll eine gründliche Pionierausbildung gemacht werden. Unteroffizier Riesenstiel ist vom Packzug zu uns versetzt worden. Es sind wieder 4 Gruppen aufgestellt. Seit gestern sind wir mit dem Bau eines Pionierübungsplatzes beschäftigt. Von Luise erhalte ich die Nachricht, dass Konrad Spindler und Karl Kern bei Orell gefallen sind. 6.8. Wir kommen mittags von unserem Übungsplatz zurück. Da kommt plötzlich der Befehl, alles abmarschbereit zu machen. Es soll zur Krim gehen. Um 17 Uhr fährt der Tross ab und um 21 Uhr fahren auch wir. Kurz vor Mitternacht machen wir an einer Buschreihe bei Kostagajewskaja Halt und legen uns schlafen. Paul Döring ist aus dem Lazarett zurück und Strobel vom Ersatztruppenteil gekommen. Um 11 Uhr erhält unsere Gruppe Befehl, sich um 12 Uhr beim Stützpunkt Polster in Kostagajewskaja zum Vorkommando zur Krim zu melden. Dort ist von jeder Kompanie eine Gruppe mit LKW. Leutnant Stolz ist der Kommandoführer. Es geht sofort weiter. Nach 80 Kilometern Fahrt kommen wir um 16 Uhr nach Taman zur Übersetzstelle. 2 Stunden dauert die Überfahrt. In Kertsch beziehen wir Quartier. Somit haben wir heute den Kuban-Brückenkopf für immer verlassen. 8.8.43. Schon um 4 Uhr geht die Fahrt weiter Richtung Feodosia. Nach 120 Kilometern Fahrt halten wir in dem Dorf Parapatsch. Das Dorf ist jedoch noch von anderen Truppen belegt. Eine tolle Gegend ist das hier. Kein Baum, kein Strauch, kein Wasser. Meist nur zerschossene Häuser. 9.8. Das Bataillon ist über Nacht nicht eingetroffen. Wir haben am Bahnhof und an einer anderen Straßenkreuzung je 3 Mann als Einweisungsposten aufgestellt. Es ist ungewöhnlich warm, es sind wohl 50 bis 60 Grad Wärme. Dazu gibt es unheimlich viel Stechmücken, die einem die ganze Nacht nicht schlafen lassen. Vormittags gehen wir alle ins Dorf, ans Meer zum Baden. Am Abend zieht das Vorkommando auch dorthin. 10.8. Schon am frühen Morgen sind wir alle am Meer. Wir wundern uns alle, dass das Bataillon noch immer nicht eingetroffen ist. Denn dies sollte ja gleich damals nach uns abfahren.
Heute hören wir, dass der Russe bei Krimskaja wieder schwer angegriffen hat und deshalb das Bataillon zurückgehalten wurde. Leutnant Stolz fährt nach Starik Krim und zieht nähere Erkundung ein. Am Nachmittag kommt er zurück und meldet, dass das Bataillon im Anmarsch ist. Unsere Kompanie kommt nach Koizan und trifft um 24 Uhr ein. Die ganzen Ortschaften sind noch von der 355. Infanteriedivision belegt. Diese soll aber am Donnerstag verladen werden. Das Bataillon ist im Raum von Paratsch, Koyasan und Vladislavovka untergezogen. Am schlechtesten ist wieder die Wasserfrage. Das Trinkwasser wird aus Vladislavovka 15 Kilometer hergeholt. 12.8. Das hier liegende Bataillon der 355. Division rückt heute ab. Wir beziehen nun die großen Tropenzelte. Es sind 50 große 36-Mann-Zelte hier. Es wird eine richtige Zeltstadt aufgebaut. Jede Gruppe erhält zwei große Zelte, ein Wohn- und ein Schlafzelt. 13.8. Alles ist am Ausbau der Zelte beschäftigt. Strohsäcke werden empfangen und gefüllt. Langsam soll es etwas gemütlicher werden. Die Verpflegung ist doch ziemlich knapp geworden. Heute gibt es Bratfisch als Zusatzverpflegung. Ein neuer Feldwebel ist zu uns gekommen, Feldwebel Maurer. In Westdeutschland nimmt der feindliche Luftterror immer stärkere Formen an. Hauptsächlich Hamburg und viele andere Städte sollen nur noch Trümmerhaufen sein. Ungeheuer ist hier die Hitze. Dreimal am Tag gibt es Kaffee, doch dieser reicht nicht aus. Das Wasser wird der Küche zugeteilt und muss sparsam verwendet werden. Jeder Zug erhält nur jeden zweiten Tag 20 Liter Wasser, zusätzlich zum Zähneputzen. Ich bin als Wasserverteiler bestimmt, da heißt es natürlich gut einteilen, denn unser Zug ist 42 Mann stark. Schlimm ist hier die Malaria-Gefahr. Ein großer Teil der Zivilbevölkerung leidet unter dieser schlimmen Krankheit. Sobald es dunkel wird, setzt die Mückenplage ein. Es wird natürlich Wert darauf gelegt, dass jeder täglich eine Adebrin-Tablette einnimmt. Heute werden große Moskitonetze ausgegeben. 15.8. Sonntag. Wir machen einen ausgiebigen Spaziergang, besichtigen das Kampfgelände, wo im Winter 41-42 der Russe das zweite Mal gelandet war. Hier liegen noch hunderte der damals abgeschossenen feindlichen Panzer. Die Meloden werden langsam reif und schmecken tadellos. Wir hören, dass Sizilien heute von deutschen Truppen geräumt worden ist. Unsere Zelte sind nun weiter ausgebaut und eingerichtet. Dann kommt natürlich der Befehl, dass wir nach Vladislavovka umziehen sollen. Um 6 Uhr fahren wir ab. Die erste Kompanie zieht in unsere Zelte. In Vladislavovka bauen wir unsere Zelte wieder auf. Zusätzlich erhält jede Gruppe ein Zimmer als Tagesraum. Am Abend besuchen wir den Heldenfriedhof der 46. Infanteriedivision. Dort liegen fast 2000 deutsche Soldaten begraben. Max Bräuning ist heute zum Obergefreiten befördert worden. Ein Holzfällkommando des Bataillons ist heute nach Starik Krim gefahren. Von uns ist Stabgefreiter Schulze und Obergefreiter Grunge sowie Magirus mit Obergefreitem Klein dabei. Man sagt, dass wir hier längere Zeit bleiben sollen. 18. August. Um 18 Uhr ist Offiziersbesprechung. Kurz darauf wird sofortige Marschbereitschaft befohlen. Allerlei Gerüchte und Parolen sind im Umlauf. Noch am Abend wird die Tropenuniform abgegeben und die graue Uniform empfangen. Damit steht nun fest, dass wir die Krim verlassen werden. Um 24 Uhr muss Abmarschbereitschaft gemeldet sein. Wir schaffen es auch und haben bis dahin alles verladen. Da der Abmarschbefehl noch nicht da ist, legen wir uns schlafen. Das große Rätselraten geht nun darum, wo es hingeht. Man spricht von Italien, von Griechenland. Doch glaube ich, dass wir zum Mius oder zum Mittelabschnitt kommen. 19. August. 5 Uhr ist Wecken, 8 Uhr Abfahrt nach Itschki, 40 Kilometer von hier. Auf dem Verladebahnhof ist schon die erste Kompanie beim Verladen. Ein Transportzug mit unseren Panzern rollt schon durch. Unteroffizier Kiesel und Obergefreiter Weiß kommen aus Starik Krim zurück. Um 18 Uhr haben wir alles verladen. Die erste und die vierte Kompanie bilden den Transportzug
Auf jedem Fahrzeug kommt der Fahrer und auch zwei Mann. Die übrigen Leute kommen in Güterwagen. Ich und Mertig fahren auf unserem Geräte-Opel Blitz mit. Um 20 Uhr fährt der Zug in Itschki ab. Beim Morgengrauen fahren wir über die Landenge bei Perikop. Um 6 Uhr über Akinovka und um 7 Uhr halten wir auf dem Bahnhof Melitopol. Hier erfahre ich, dass der Waggon, auf welchem sich unsere Gruppenzugmaschine mit Unteroffizier Adloff, Arnold und Bräuning befand, unterwegs heiß gelaufen ist und in Schankoi abgehängt wurde. Die Fahrt geht ziemlich schnell ohne viel Aufenthalt. Es scheint sehr eilig zu sein. 10.30 Uhr über Groß Tokmak, 15 Uhr Polegi, 17 Uhr Gaichin und 17.45 Chaplino. Stabsgefreiter Ziemann und noch einige Kameraden von der Kompanie fahren von hier aus in den Urlaub. Das Wetter ist schön, es ist eine herrliche Fahrt. Die Ernte ist schon zum großen Teil eingebracht und teilweise sind die Felder wieder neu bestellt. Am nächsten Tag um 1 Uhr nachts, wir halten auf einem Bahnhof. Da heißt es fertig machen und sofort geht es ans Ausladen. Nach einer halben Stunde ist alles ausgeladen. Der Bahnhof heißt Ila Vaiskoje. Das ist in der Nähe von Stalino. Es liegen überall Trümmer herum. Vor einer Stunde haben feindliche Flieger das Bahnhofsgelände bombardiert. Einige Häuser in der Nähe brennen noch. Alle Fahrzeuge stellen sich außerhalb der Stadt auf, marschbereit und in Deckung. Große deutsche Bombergeschwader fliegen wieder feindwärts. 5.30 Uhr fahren wir in südliche Richtung ab. Nach 70 Kilometern wird bei der Stadt Krasnajasewska in einem Wald in Deckung gefahren. Der Divisionsstab und die anderen Kompanien sind schon da. Am Nachmittag schlafen wir uns erstmal aus. Dann um 19 Uhr wieder Abmarschbereitschaft. Bei stockfinsterer Nacht wird um 21.30 Uhr wieder weitergefahren. Eine tolle Fahrt, alles ohne Licht, am Himmel ständig feindliche Bomber. 22. August. Gegen 2 Uhr nachts kommen wir nach Renovka und beziehen Quartier. Am Vormittag kommt auch die Zugmaschine mit Adloff, Arnold und Bräuning nach. Wir befinden uns jetzt im Mius-Abschnitt, nicht sehr weit von unserer vorjährigen Winterstellung entfernt. Das Regiment 66 ist schon gestern angekommen und soll heute schon im Einsatz sein. Der Feind ist an einigen Stellen durchgebrochen und versucht, einen Kessel zu bilden. Die HKL ist etwa 10 Kilometer von hier entfernt. Die dortigen Truppen sollen recht schwach sein. Täglich stärkere feindliche Fliegerangriffe auf die HKL. Im hiesigen Frontabschnitt haben SS-Verbände vor einigen Wochen einen großen feindlichen Einbruch unter schweren Verlusten bereinigt. Die SS-Truppen sind erst vor kurzem zum Mittelabschnitt gekommen. Wir sollen heute Nacht zu einem Nachtangriff starten. 21.30 Uhr ist Abfahrt zur Bereitstellung. 23. August. Um 24 Uhr soll der Nachtangriff losgehen. Doch gibt es verschiedene Schwierigkeiten, die einen Nachtangriff nicht ratsam erscheinen lassen. Hauptmann Altmann fährt kurz nach Mitternacht mit dem BKW auf eine feindliche Mine und wird ziemlich schwer verwundet. Ein Unteroffizier ist tot. Der Angriff beginnt nun um 3 Uhr. Wie immer, so legt der Russe starkes Granatwerferfeuer vor. Das Angriffsziel wird bald erreicht. Das Dorf Atamevka sowie zwei andere Dörfer werden genommen. Doch sind die Ausfälle bei unserer Kompanie recht stark. Unsere Kompanie hat 7 Verwundete. Die anderen Kompanien haben durchschnittlich je 5 bis 6 Tote und 20 Verwundete. Die feindlichen Schlachtflieger sind wieder stark am Werk, aber auch unsere Stucker machen den Russen schwer zu schaffen. Oberleutnant Friedrichs führt nun das Bataillon. Bei Nacht machen wir einen motorisierten Spähtrupp und kommen vor Mitternacht wieder zurück. Heute Nacht sind die feindlichen Nachtbomber besonders schlimm. Sie werfen hauptsächlich Phosphor und schießen mit den MGs. 24. August. Kaum haben wir uns hingelegt, da kommt wieder ein neuer Befehl. Um 2 Uhr müssen sich alle Kompanien vom Feinde lösen. Er soll Richtung Stalino gehen, dort soll der Russ in großen Massen durchgebrochen sein. Um 4 Uhr setzt alles auf, es wird eine lange Fahrt über Tschatsisk. Später wird in einem Dorf Ortssicherung bezogen.
Der Feind ist mit starken Panzerkräften durchgebrochen und ist im Anmarsch auf den Eisenbahnknotenpunkt Uspenskaja. Bald fahren wir weiter. Mehrere Male werden wir von feindlichen Schlachtfliegern angegriffen und haben einige Verwundete. Groß ist auch der Einsatz unserer Luftwaffe. Am Abend kommen wir zu dem Dorf Mokri Kolantschek. Wir haben jetzt Feindberührung. Es geht auf Ortssicherung. Etwa 120 Kilometer haben wir heute hinter uns gebracht. 25.08. Beim Morgengrauen fühlen unsere Kompanien weiter vor. Der Russe antwortet mit einem Panzervorstoß. 4 feindliche Panzer werden dabei abgeschossen und brennen aus. Am Nachmittag erfolgt unser Gegenangriff. Der Russe hat sehr viel Pack aufgefahren. 9 eigene Panzer erhalten Packtreffer und scheiden aus. Unsere 5 cm Packgeschütze erweisen sich bei den schweren feindlichen Panzern als unbrauchbar. Trotz guter Treffer prallen alle Geschosse ab. Feldwebel Moos und der Gefreite Weber vom Packzug sind heute früh durch Granatvolltreffer gefallen. Bei Dunkelheit ziehen wir mit 2 Gruppen in die Nähe der 9. Kompanie zur Flankensicherung. Die Nacht wird eine Schreckensnacht. Die feindlichen Flieger überbieten alles, was bis jetzt da gewesen ist. Es hagelt Bomben, Phosphor und andere neuartige Brandmittel. Überall brennt es. Am 26. machen wir Stellungswechsel zum Ortsrand des Dorfes. Das Dorf sieht böse aus. Viele Häuser sind zerstört. Beim Bataillonsstab ging eine Bombe auf den Keller. Feldwebel Viehmann und 4 Mann des Stabes sind tot, sowie noch 11 im Keller befindliche Zivilisten. Um 6 Uhr greift der Feind mit 2 Bataillonen an. Im Gegenangriff wird der Großteil abgeschnitten. Gegen Mittag haben sich etwa 300 Mann ergeben, der Rest ist vernichtet. Hauptmann Sauer ist mit dem Flugzeug von der Krim gekommen und hat die Führung unseres Bataillons übernommen. Das seit vorgestern anhaltende gegenseitige Artilleriefeuer ist noch immer sehr heftig. Am 27. um 4.30 Uhr erhält unsere Gruppe den Auftrag, einen motorisierten Spähtrupp zu machen und die Bewegung des Feindes festzustellen. Wir kehren mit folgendem Ergebnis zurück. Der Feind ist über Nacht mit einer Panzerspitze nach Südwesten vorgestoßen und hat bereits eine hinter uns liegende Ortschaft erreicht. Wir befinden uns schon von 3 Seiten vom Feind umgeben. Das Bataillon wird daraufhin aus der Ortschaft herausgezogen. Als der Druck zum Mittag immer stärker wird, beschließt der Kommandeur, sich um 12 Uhr vom Feinde zu lösen und rund 20 Kilometer abzusetzen. Unser Zug bleibt als Nachhut liegen und sichert das Absetzen der Kompanien. Sobald der Russe unsere Absichten erkannt hat, greift er bald mit Panzern von der Flanke her an. Mit Mühe und Not gelingt es uns noch rechtzeitig, dass wir uns zurückziehen. Gefreiter Merz wird durch Granatsplitter am Kopf verwundet. Die Zugmaschine der 3. Gruppe wird vom feindlichen Schlachtfliegern kaputtgeschossen und muss abgeschleppt werden. Beim Absetzen unserer Kompanien werfen eigene Fokker-Wulf-Jäger Bomben in die eigenen Leute. Es gibt eine große Anzahl Verwundete. Infolge der unübersichtlichen Frontlage ist es in letzter Zeit schon mehrmals vorgekommen, dass unsere Flieger in Verkehrung der Front ihre Bomben zwischen die eigenen Truppen abgeworfen haben. In der vergangenen Nacht wurde der gesamte Tross der 3. Kompanie von russischen Panzern überrascht und einkassiert. 28. August. Unter schweren Fliegerangriffen haben wir uns gestern Abend bis zu einem größeren Ort zurückgezogen. Es besteht nun folgende neue Lage. Wir sind praktisch eingeschlossen. Der Feind hat uns überholt und ist weit nach Süden durchgestoßen. Es besteht nur noch eine offene Stelle. Diese ist etwa 140 bis 150 Kilometer von hier, nordwestlich von Mariupol. Mit uns befinden sich noch 4 bis 5 Infanteriedivisionen im Kessel. Unsere Division hat nun die Aufgabe, den Rückzug dieser Division zu sichern. Beim Morgengrauen schieben sich die Kompanien an den Feind. Alle Fahrzeuge sind an der großen Schlucht zusammengefahren. Gegen 6 Uhr greifen etwa 100 amerikanische Bomber in 3 Wellen die Fahrzeuge an. Doch fallen alle Bomben zu weit. Nur einige LKW brennen aus. Um 10 Uhr stoßen plötzlich eine große Anzahl T-34 über die Höhe.
Es gibt eine allgemeine Verwirrung, da diese sofort einige Lkw in Brand geschossen haben. Da erfasst eine 7,5 cm Selbstfallerfette die Lage und schießt zwei russische Panzer in Brand, worauf sich die übrigen wieder zurückziehen. Um 11 Uhr zieht sich das Bataillon zurück und sammelt im Dorf. Wir haben eine zerschossene Zugmaschine im Schlepp. Es sind drei Zugmaschinen kaputt. Wir erhalten den Befehl, diese Fahrzeuge nach rückwärts zu bringen. Die Rückmarschstraße ist verstopft mit Fahrzeugen aller Art. Zwei bis drei Kolonnen fahren nebeneinander und immer wieder kommen die Flieger mit Bomben und Bordwaffen. Oftmals erhalten wir von links und rechts Flankenfeuer. Am Abend erreichen wir die Stadt Fedorowka. Dort lag ich im Januar 1942 im Lazarett. Am Stadtausgang machen wir eine kurze Rast. Da plötzlich ist am Stadteingang Granaten- und MG-Feuer zu hören, ebenso das Urä-Gebrüll der Russen. Unsere anderen beiden Zugmaschinen, die hinter uns gefahren waren, wurden dabei kaputt geschossen. Ebenfalls stand sofort ein LKW, der Flak in Flammen. Für uns war es nun höchste Zeit, dass wir abfuhren. Zumal eine russische Panzerkolonne im Anrollen war. Damit hat sich die einzig noch offene Stelle des großen Mios-Kessels geschlossen. In der Stadt Budnovka werden wir aufgehalten. Hier ist der Auffangstab der 13. Panzerdivision. Tagelang wird schon die Stadt Taganrog geräumt. Wir sind heute über 150 Kilometer gefahren. 29. August 1943. Und Offizier Adloff, Bräuning, Stollenberg und ich sind bestimmt worden, die zwei Zugmaschinen nach Mariupol zur Werkstatt zu bringen. Alle anderen bleiben hier. Über das Asowsche Meer fliegen große Transportfliegerverbände mit der Ju-52 in den Kessel. Im Kessel befinden sich noch folgende Divisionen: 13. Panzerdivision, 111. Infanteriedivision, Luftwaffenfelddivision und noch andere Einheiten. Der Russ ist heute wieder sehr aktiv. Seine Bomber haben es heute auf die Rollbahn sowie auf die Schiffe abgesehen, die aus Taganrog auslaufen. Nach 40 Kilometer Fahrt sind wir in Mariupol. Wir melden uns bei der Werkstattkompanie. Anschließend sehen wir uns die Stadt an. Es ist heute Sonntag und überall herrscht ein reger Verkehr. Man merkt kaum, dass hier Krieg ist. Der Soldatenfriedhof findet unser erstes Interesse, denn hier liegen auch einige hundert Kameraden begraben, die im Vormarsch 41 hier gefallen sind. Auch das Soldatenheim wird besucht. Heute ist auch der restliche Tross, der noch auf der Krim war, mit Feldwebel Maurer angekommen. Und Offizier Kepler ist vom Ersatz als Schirmmeister Pioniere zu uns gekommen. Um Mitternacht weckt uns Kanonendonner aus dem Schlaf. Schnell ist der Alarm gegeben. Der Russe hat 25 Kilometer von hier unter dem Feuer seiner Schiffsbatterien Truppen angelandet, doch sind die gelandeten Russen bald vernichtet. Die im Kessel befindlichen Truppen werden nach und nach durch Panzerverbände herausgeschleust. Unsere Zugmaschine ist mittags fertig und wir fahren zum Tross, der hier in einem Vorort liegt. Es sind Briefpost und Pakete hier. Für mich drei Pakete und acht Briefe. Eine echte Freude, denn wir haben schon wochenlang keine Post erhalten. Alle Versprengten des Bataillons fahren früh nach der Stadt Budenovka. Dort hören wir, dass unser Bataillon heute früh aus dem Kessel heraus ist. Leutnant Stolz fährt los, um das Bataillon ausfindig zu machen. Durch Zufall treffe ich Hans Wich Glasen aus Schweinfurt, der auch von seiner Truppe versprengt ist. Um 15 Uhr ist der Standort des Gefechtstrosses bekannt und wir fahren dorthin. Wir müssen aber auch schlechte Nachrichten hören. Gefreiter Lüdritz ist gestern früh gefallen. Feldwebel Riedel, Obergefreiter Kollitz und Gefreiter Burgdorf sind teils schwer verwundet worden. Alle durch eigene Stuckerbomben. Und Offizier Riebenstahl wurde, als er mit der 5 cm Selbstfallerfette vom Spähtrupp zurückkam, im Nebel verkannt und von einer 7,5 cm Selbstfallerfette beschossen. Dabei hat ein Pack Volltreffer ihm beide Füße abgerissen. 1. September 1943. Mittags fahren wir in Stellung. Feldwebel Maurer übernimmt ab heute den Pionierzug. Wir sind zurzeit Bataillonsreserve. Bei einem Gegenangriff wurden heute 60 deutsche Gefangene befreit, sowie eine 762er Pack erbeutet, die von unserem Packzug sofort in Dienst gestellt wird. 2. September. Wir haben über Nacht eine vor uns liegende Schlucht mit Minen gesperrt. Am Tage verstärkt sich das feindliche Granatwerferfeuer.
ebenfalls die feindlichen Fliegerangriffe. Stabsgefreiter Rühlmann ist durch Granatsplitter gefallen, Gefreiter Krone verwundet. Bei Dunkelheit wird die HKL um 2 Kilometer zurückverlegt. Wir liegen zwischen der 1. Kompanie und dem Pionierbataillon in Stellung. Um Mitternacht greift der Feind an. 2 Panzer und 4 LKW schießen wir ab. Unser Packzug hat in den letzten Tagen 20 Mann Ausfall.